Hey da Leute, heute stelle ich euch den Archer Control vor. Was macht denn das Deck aus? Wir haben hier sehr viele Schadenskarten. Sprich, wir können den Kreaturen auf dem Board Schaden zufügen auf jegliche Arten und Weisen. Und dann die Kreaturen mit so Karten wie Todesstoß oder Blattschleicher auslöschen und somit Kontrolle vom Board bewahren. Denn das ist ja der Sinn eines Kontrolldecks. So, was haben wir denn für Kombinationsmöglichkeiten? Einmal haben wir den Schattenwechsel für Kombinationen mit tapferer Beutelschneider. Dadurch kann er sehr mächtig werden und dadurch, dass er mächtig ist, natürlich Kreaturen vernichten oder mächtig Damage ins Gesicht machen. Dann haben wir schneller Schuss. Schneller Schuss, natürlich, du fügst einen Schaden zu, ziehst eine Karte und kannst auch noch das dann quasi mit Todesstoß oder Blattschleicher super kombinieren. Dann haben wir den Ungolem, der darf bei einem grünen Deck natürlich nicht fehlen, der mischt ein paar Bruderschaftsassassinen in dein Deck, die haben 3-3, tödlich und ziehen auch noch eine Karte, wirklich sehr mächtig. Diebesgilden-Rekrut, finde ich ganz, ganz toll, du ziehst eine Karte und wenn sie 7 Magicka hat, dann kostet die 2 weniger. Und die haben wir hier zuhauf, wie ihr seht. Also besteht die Chance wirklich ganz hoch. Dann haben wir den Kriegergilden-Rekrut, ganz klar. Prophezeiung, tödlich Wächter, kann einen so ziemlich den Arsch retten. Und die anderen Kreaturen aufhalten. Schlangenzahnkette, Entzug und +1/+1, um einfach mal ein bisschen Leben zu generieren. Wenn wir zum Beispiel eine starke Karte auf dem Board haben, wie zum Beispiel Blutdrache. Oder der streitlustige Riese oder die anderen starken Karten. Da können wir einfach mal richtig wieder zurückkommen. Todesstoß hatten wir schon. Trübwasserhexe, ganz klar. -1/-1. Das ist wie eine Verletzung und kann super mit Todesstoß und Blattschleicher kombiniert werden. Und der Typ hat Wächter, also auch sehr praktisch. Der Hausgenosse fügt 3 Schaden zu. Und man selber bekommt 3 Gesundheit und ist an sich eine wirklich starke Karte. Der Sklavenpyromant fügt den feindlichen oder fügt allen Kreaturen in der Reihe Schaden zu. Wirklich gut, wenn der Gegner eher schnelle, schwache Kreaturen haut, die da auszulöschen. Die Botin, Wächter und man zieht eine Karte, ist ziemliches Futter. Zermalmenderschlag. Kannst egal wo Schaden zufügen. Erdknochenweberin, lass eine andere Kreatur verstummen und füge ihr einen Schaden zu. Auch wirklich sehr praktisch im Spiel, um einfach die Kontrolle zu bewahren. Dann, um ein bisschen Leben zu generieren, haben wir hier diese olle Fledermaus. Und auch noch Prophezeiung, von daher können wir sie einfach mal spontan legen und in der kommenden Runde darauf einfach mal 4 Leben generieren. Trübwasserschamane, er zieht einen Fluch. Ein Fluch macht -1/-1. Das ist sehr gut, weil wir es wieder mit den anderen Karten kombinieren können. Wie Blattschleicher. Dann haben wir den Blutdrachen. Jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Wir haben den Blutdrachen, der ignoriert Wächter und kann den kompletten Feind angreifen. Dann Kaurus Schnitter, der fügt allen gegnerischen Kreaturen -1/-1 zu. Das ist auch wirklich sehr praktisch. Hat mich schon ziemlich oft genervt, die Karte, muss ich sagen. Und der streitlustige Riese hat Durchbrechen. Und wenn man ihn beschwört, schickt er eine gegnerische Kreatur auf die Hand zurück. Oder vernichtet eine gegnerische Unterstützung. Wirklich sehr, sehr praktisch. Die Schmiede. Coole Sache. Rüste pro Zug die erste Kreatur, die du beschwörst, mit einem zufälligen Gegenstand aus. Kann unheimlich mächtig werden. Dann haben wir hier den Plünderer. Vernichte alle verwundeten gegnerischen Kreaturen. Und da entstehen ganz viele durch die ganzen Karten, die wir haben. Dann haben wir den Tasgat, der Rudelanführer. Durchbrechen, Sturmangriff, letzter Atemzug. Der hat einfach alles. Der kann einsteigen, der kann einstecken, der kann austeilen. Er ist einfach nicht aufzuhalten, der Typ. Und kotzt dann noch so ein Durzok aus, irgend so eine Kreatur. Und die hat 4-4 und ist dann halt auch immer noch da.
Wassermarise, durchbrechen Wächter und man zieht eine Karte und ist an sich einfach eine starke Karte. Und der Oderwing, wenn er kommt, ist alles vorbei. Ihr wisst schon, lol, noob, learn to play. Vernichtet dann einfach alles und ihr könnt dann dem Gegner den letzten Rest geben. So sieht das Deck aus. Wir testen doch mal die ganze Sache aufs Exempel. So, dafür muss ich erstmal aus diesem On-Menü raus. Ihr wisst ja, ich spiele Kontrolldecks ja sehr, sehr gerne. Da fühle ich mich zu Hause. So ein Kontrolldeck habe ich lange nicht mehr gespielt. Oder selten gespielt. Wir kämpfen gegen Itzari. Moment, ich muss meine Freundin fragen, wieso sie lacht. Wieso lachst du? Und jetzt kriegt sie sich nicht mehr ein, diese blöde Kuh. Gut, sie hat ein lustiges Video geguckt. Ich habe schon gedacht, sie lacht mich aus. Stellt euch das mal vor. Diese Sau. Ja, da lacht sie immer noch. Okay, wir haben Ungolem. Sehr, sehr praktisch. Normalerweise warte ich ja immer so ein bisschen, ne? Bis der Man irgendwie irgendwas gespielt hat. Aber bei Ungolem, den muss man ausspielen, wenn man die Möglichkeit hat. Für den Start haben wir eigentlich richtig, richtig gute Karten. Und können uns verteidigen, wenn nötig. Für die schwarze Hand. Also könnten wir die erste Bürger. Zeit wirklich überleben. Seid gegrüßt. Mega nice. Seid gegrüßt. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. So, dann spielen wir doch mal unseren Rekruten und greifen uns ins Gesicht an. Ich werde tunlichst vermeiden, jetzt die ganzen Runen zu vernichten. Und ich glaube, ich werde auch nicht dazu kommen, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist schon mal cool, dass er Mumifizieren dafür einsetzt. Dadurch, dass ich die Karte sowieso jetzt vernichten kann, finde ich sehr verschwendet. Wir möchten es ja auf uns zukommen lassen. Von daher, come on, komm! Zeig, was du kannst, Itzari. Eure Stimmen brauchen wir nicht. Was macht diese Hiese denn nochmal? Andere verbündete Kreaturen können nicht verstummt werden. Aber an sich ist sie halt auch eine starke Karte. Das ist in der Hinsicht nicht schlecht. Wenn ich falle, verteidigen wir uns. Holt mich der Hist zu sich. Das Gute ist, wir sind nicht mehr lang von der 8 Magiker entfernt und können bald schon Taskard beschwören. Und der haut halt die Karten raus. Genau solche Leute liebe ich. Jetzt muss ich halt gucken. Wir können einmal versuchen, ihr einen Schaden zuzufügen. Und dann reinzugehen. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Können wir doch tun. Und bam. Jawoll. Und rein. Und haben hier dann die Möglichkeit, Leben zu generieren. Auch wenn er jetzt da reingehen würde, wäre gar nicht mal so schlimm. Wäre gar nicht mal so schlimm. Ich meine, damit wäre seine Karte immer noch weg. Eure Stimmen brauchen wir nicht. Okay. Er hat Angst. Ich kann seine Angst riechen. Okay. Okay, 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 okay. Ich hab zu viel Schattenwechsel hier. Wenn ich falle, hauen wir doch mal raus. Die nicht. Jetzt muss er kommen. Also ich weiß noch nicht, was er da für ein Deck spielt.
Habe ich selten gesehen. Ich werde den Hist beschützen. Es ist auch ein Kontrolldeck. Okay, jetzt hat er noch eins von denen. Einen kann ich loswerden. Das Blöde ist, danach ist noch einer da. Aber Durzok ist ja am Start und mit zermalmender Schlag können wir den dann schon aufhalten. Bei C drin! Ich werde den Hist beschützen. Er denkt, ich komme da nicht vorbei. Aber das tue ich. Oh, der hat's nochmal angewandt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber, Leute, erstmal killen wir diese Wiese. Und da ist mal rein. Dann verteidigen wir uns hier. Meine Schwerthand juckt. Und wenn er dann verletzt ist, dann machen wir mit Blattschleicher den Rest. Aber dadurch, dass er ja Lila im Deck hat, hat er wirklich unheimlich mächtig gespielt. Also Late-Game-Karten. Vor denen fürchte ich mich so ein bisschen. Also meine Hoffnung ist immer noch, dass er alle seine Karten da raushaut und ich sie gut loswerden kann. Das ist immer noch meine Hoffnung. Das wäre natürlich perfekt. Okay, perfekt ist auch, dass ich den hier auslöschen kann. Und den hier auslöschen kann. So, den spielen wir nochmal rechts. Und beenden die Sache. Ihm könnten wir, falls er da nicht aufgehalten wird, die Schlangenzahnhalskette geben. Wodurch wir halt ein bisschen Leben generieren. Ich werde den Hist beschützen. Aber natürlich. Schäfer soll euch holen. Aber natürlich. Wir müssen ihm wahrscheinlich die Schlangenzahnhalskette geben, aber in Kombination mit zermalmender Schlag. Je schlechter die Chance, desto süßer der Sieg. Ich möchte eigentlich vermeiden, dass er die nochmal bufft. Zum Schutzzauber. Deswegen würde ich da schon ganz gerne reingehen. Oder wir könnten natürlich Schattenwechsel machen. Reinballern. Dann zermalmender Schlag. Wir geben ihm halt die Schlangenzahnhalskette und dann zermalmender Schlag. Und gehen hier rein. Aber eventuell hat er die Karte nicht, um sie zu buffen. Das wäre halt auch gut. Zack. Bam. Aufhalten würde ich mir schwer tun. Rein da. Geht mir schon ziemlich auf den Sack. Du, Max, soll euch holen. Boah, ich hoffe einfach, dass er die Karte nicht hat. Meine Schwerthand juckt. Das sieht schlecht für uns aus. So langsam übernimmt er die Kontrolle. Yay. Ich werde den Hist beschützen. Wie viel von denen hat er denn bitte? Blutdrache, sehr gut. Machen wir so. Machen wir so. Was wirst du tun?
Eure Stimmen brauchen wir nicht. Ich muss sagen, klüger wäre es jetzt gewesen. Okay, jetzt ist es eh egal, aber klüger wäre es gewesen, wenn der hier rechts wäre. Dann hätten wir den hier wegballern können. Okay, er traut sich nicht. Schön wär's, wenn wir da angreifen könnten. Er will da reingehen. Ich merke das schon. Das Beutelschneiderchen. Viel zu einfach. Wir spielen diesen Hiesen. Und wechseln die Seite. Gehen da rein. Und benutzen den Pyromanten. Jawohl. Okay. Wir haben immer noch ganz, ganz viele starke Legendaries bei uns im Deck. Und die können wir immer noch spielen. Schade. Oh, leider spielt er die erste starke. Dadurch wird's gefährlich. Wir ballern rein. Wir ballern, glaube ich, beide rein. Oder? Scheiße. Wir müssen ihm hier Schaden zufügen. Ansonsten merzt er uns aus. Aber, dass er meine Karte vernichten kann, ist noch ein bisschen beschissener. Ihr kämpft gut. Deswegen akzeptiere ich lieber die 6 Schaden. Oh, jetzt wird's böse. Je schlechter die Chancen, desto süßer der Sieg. Jetzt wird's böse. Okay, wie wollen wir es machen? Und wenn wir ihn hier spielen, dann geht er erst damit rein und dann geht er damit rein und würde trotzdem noch so eine Killerkarte ziehen können. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Deswegen spiele ich ihn hier. Noch ist nicht alles verloren. Ich meine, wir haben jetzt Oderwing. Der könnte auf jeden Fall noch Sachen machen. Und die ist ja schon mal los. Auf was habe ich mich da noch eingelassen? Shit. Okay. Oderwing, mach Sachen. Euer Turm kann es mit meinem nicht aufnehmen. So. Verzeihung. Das Gute ist, was wir jetzt machen können. Wenn er jetzt keine Möglichkeit hat, hat er. Aber den hat er jetzt keine Möglichkeit, ihn anzugreifen. Also können wir in der nächsten Runde den wegballern und mit Blattschleicher den hier wegballern. Und noch eine Karte ziehen. Ist das nicht toll? Also ich find's toll. Was wirst du tun? Euer Blut. Könnte den hier noch fesseln mit der Karte, die er hat. Aber der hat sie schon mal nicht. Okay, ich möchte auf jeden Fall das hier tun. Jetzt erstmal eine Karte ziehen. Ich lauere in den Schatten und warte. Jawohl. Und wir könnten Blattschleicher spielen. Wir könnten. Ich möchte aber noch nicht. Yep. Wieso?
spielen noch den Schamanen. Okay, Spieß umgedreht, Leute, Spieß umgedreht. Er mag ihn nicht, ich merke das schon. Er mag ihn nicht, aber das ist jetzt richtig gut. Das ist jetzt richtig gut. Die erste Kreatur, die wir beschwören, bekommt einen zufälligen Gegenstand. Und wir nähern uns langsam. Okay. Wir greifen natürlich nicht an. Wir möchten nicht, dass er noch mehr bekommt. Ich habe noch ein paar Kreaturen, die sich ruhig sehen lassen dürfen. Mal gucken, was er noch so hat. Okay. Jawohl. Was haben wir denn? Spielen wir aus. Er bekommt einen zufälligen Gegenstand. Das ist ein schwuler Gegenstand. Er könnte noch eine Karte ziehen. Wir könnten es trotzdem tun. Er wird dann auf jeden Fall hier reingehen. Wenn er eine Karte zieht. Unsere Kreaturen sind noch nicht stark genug. Ich möchte nicht, dass er noch mehr Möglichkeiten bekommt. Aber er würde in dieser Konstellation nur eine Karte nachziehen. Wir wissen alles. Das sollten wir riskieren. Wir haben ja Removal-Möglichkeiten. Deshalb gucken wir mal. Hoffen wir einfach mal, dass er unsere Unterstützungskarte nicht loswerden kann. Das ist okay. Okidoki. So. Können wir dann ruhig hier beschwören. Gucken mal, was er da so bekommt. Jawohl, er bekommt was Gescheites. Aber ist halt gegen die hier relativ verschwendet, was? Wisst ihr, vor was ich mich so ein bisschen fürchte? Oder wegen? Wenn er den spielt, sieht es schlecht für uns aus. Da geht er halt dann brutal rein. Das ist schade. Schade. Ja, wir müssen es aber akzeptieren. Es geht nicht anders. Okay, akzeptieren das. Oh, es ist spannend. Oh, es ist spannend. Eure schwerfälligen Schritte verraten. Ach, der ist doof. Ah, war machbar. Okay. Hauen wir rein. Hauen wir auch noch hier rein. Dann haben wir noch den Hausgenossen hier. Perfekt. Den könnte er komplett auslöschen. Das könnten wir aber jedoch verhindern. Indem wir ihm minus 1 geben. Damit könnte er die Karte nicht zerstören. Dann möchte ich hier noch den Hausgenossen ausspielen. Obwohl, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ich glaube, ich möchte das nicht. Ich möchte mich lieber noch ein bisschen verteidigen. Und spiele dann in der nächsten Runde den Hausgenossen aus, weil er bekommt dann noch eine Waffe dazu. Wir dürfen jetzt nicht zu übermütig werden. Tanzen wir. Wir haben immer noch den Pyromanten, der würde sich hier wirklich anbieten.
Wir verstärken aber den Hausgenossen, glaube ich. Geben dem Hausgenossen die Waffe. Gehen erstmal rein, oder? Viel zu einfach. Eigentlich will ich ja nichts aufploppen. Viel zu einfach. Gehen trotzdem rein. Und zack. So, spielen den Hausgenossen. Mich überlisten die nicht. Okay. Ich hätte mich lieber ein bisschen Verteidigung gefreut. Das wäre besser gewesen. Okay, Leute, okay. Den wollte ich mir eigentlich aufheben. Falls er Oderwing spielt. Wollte ich ihn aufhalten. Damit. Erhitzen wir mal die Gemüter. Okay. Oh, wollen wir all in gehen? Gehen wir all in? Viel zu einfach. Wir gehen mal all in. Und hoffen, dass er Oderwing nicht hat. Was war das jetzt? Ah, gibt dem Träger Deckung. Es hilft trotzdem nicht, wenn Oderwing kommt. Kommt er? Nein, Gott sei Dank. Oh Gott. Kein Oderwing. Es sieht gut für uns aus. Okay. Okay. Wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten. Wie viel Damage haben wir denn auf dem Board? Damit sind es schon 10, 11, 13, 15. Wir können 15 Schaden machen. Ist mir jetzt aber noch zu unsicher, ehrlich gesagt. Das ist mir noch zu unsicher. Dann hätte er noch 6 übrig. Das wären die 6. Also so unsicher ist das gar nicht. Meine Schuppen sind wie der Schatten. Viel zu einfach. Oh Mann. Viel zu einfach. Gehen da erstmal rein. Viel zu einfach. Irgendwie zögere ich noch. Okay, wir machen das so. Sind wie der Schatten. Benutzen Blattschleicher. Der Wald ist löschen ihn aus. Und warten erstmal ab. In der nächsten Runde könnten wir den Schnitter spielen. Frisst trotzdem der Dude. Tanzen wir. Okay, den spiele ich auf jeden Fall links. Bei den 8, heute gibt es Tote. Ist er damit jetzt nicht eigentlich tot? Wenn ich mich nicht irre. So, 5, 7, 9, 10. 10. Ich lasse eine am Leben. Gehen das mal hier rein. Dann gehen wir da mit rein. Ort und Stelle. Prophezeiung, okay. Was da? Okay, schauen wir mal. Spielen diese Hiese hier. Und warte. Ihr
spielen den hier. Meine Schuppen sind wie der Schatten. Und fügen den letzten Schaden zu. Wir warten noch ab. Also mit einem Leben da jetzt rauszukommen, das wird wirklich schwierig. Tanzen wir. Also der hat Cardraw, muss ich sagen. Ein hart erkämpfter Sieg. Eure schwerfälligen Schritte verraten. Oder Wing hätte ihn jetzt natürlich noch retten können, aber da er den nicht hat, ist er uns ausgeliefert. Das war ein wirklich guter Kampf. Ein wirklich guter Kampf. Ein feiner Kampf. Kommt, wir machen noch das hier. Wir mal die Gebiete. Stern da noch ein bisschen was. Und ballern rein. Ihr seht, das Deck ist unheimlich mächtig. Diese Kombination, die er hatte, ist eigentlich sehr, sehr, sehr stark. Jedoch habe ich ein gutes Konter dagegen. Also wenn er jetzt zum Beispiel noch den Steinatronachen, glaube ich heißt er, Steinatronachen spielen hätte würden, ja, cooles Deutsch, dann hätten wir ihn trotzdem leicht vernichten können, weil wir ziemlich viel Removal immer auf der Hand gehabt haben. Und wir haben sogar die mächtigen Karten auslöschen können, die es eigentlich für ihn hätten entscheiden müssen. Und da die es nicht haben, konnte er im Endeffekt nichts mehr gegen uns ausrichten. So läuft das Deck. Wenn euch dieser Guide gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten Abo, ganz klar. Wir sehen uns im nächsten Guide. Bis dahin, auf Wiedersehen.